Die Poisson-Verteilung ist natürlich auch eine Verteilung, die einen ähnlichen Verlauf wie die Gauss-Verteilung hat. Aber man nimmt die Poisson-Verteilung tendenziell bei sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten. Sehr kleine Wahrscheinlichkeiten heißt normalerweise, wenn die Wahrscheinlichkeit so im niedrigen Prozentbereich ist, also so 1%, 0,003%. Man findet auch eine Faustregel, dass man sie verwenden kann, wenn die Wahrscheinlichkeit kleiner als 10% ist. Aber bei 10%, das ist schon relativ viel. Dann nehmen Sie lieber Binomialverteilung oder Normalverteilung, je nachdem, was geschickter ist. Die Poisson-Verteilung berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass pro Einheit, also pro Minute oder pro Stunde oder pro Quadratkilometer oder was immer Sie wollen, genau k Ereignisse eintreffen. Also, Beispiel. Da die Poisson-Verteilung sehr kleine Wahrscheinlichkeiten hat, wird sie oft in der Versicherungsmathematik verwendet. Also nehmen wir mal Blitzeinschlag. In Deutschland schlagen pro Jahr so und so viele Blitze ein. Das heißt, ich kann mir runterrechnen pro Quadratkilometer, wie viele Blitze schlagen da ein. Und kann jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass pro Jahr auf diesem einen Quadratkilometer genau 5 Blitze einschlagen. Das macht die Poisson-Verteilung. Die Formel dafür ist Lambda hoch k durch k-Fakultät mal e hoch minus Lambda. K ist dabei die Anzahl der erwarteten Ereignisse. Also in meinem Beispiel von vorher, die Anzahl der Blitzeinschläge, die ich pro Quadratkilometer haben will. Und Lambda ist die erwartete Ereignishäufigkeit. Das heißt, eigentlich ist es nichts anderes als der Erwartungswert oder Durchschnitt. Interessant bei der Poisson-Verteilung, die Varianz ist auch wieder Lambda, hat den gleichen Wert. Das heißt, die Standardabweichung ist Wurzel aus Lambda, braucht man aber eigentlich nie. Das ist die wichtige Formel und mit der rechnen wir jetzt ein bisschen rum.